In diesem Video werde ich mal den Beweis dafür vorstellen, dass die Binomialverteilung tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Die Binomialverteilung hat ja diese Wahrscheinlichkeitsdichte hier und wir haben folgende Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Die erste Bedingung, die erfüllt sein muss, das ist die hier. Die Binomialverteilung muss nicht negativ sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsfunktion, also die Dichte, muss größer gleich 0 sein für jedes Ergebnis. Die Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis darf also nicht kleiner als 0% sein. Die zweite Bedingung ist, dass die Binomialverteilung normiert ist. Das bedeutet, die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten der Ergebnisse, die beträgt zusammen 100% oder eben auch gleich 1. Hier jetzt die erste Bedingung. Wir müssen also zeigen, dass diese Funktion hier nicht negativ ist. Das ist aber auch schnell erledigt, denn wir schauen uns einfach mal die Teile einzeln an. P ist ja eine Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1. Für ein einzelnes Ergebnis kann die Wahrscheinlichkeit zwischen 0, also 0% und 1, also 100% liegen. Das bedeutet automatisch, P hoch K muss dann auch größer gleich 0 sein. Wenn wir hier mit P eine positive Zahl potenzieren, können wir nichts Negatives rausbekommen. 1 minus P liegt jetzt auch innerhalb von diesem Intervall 0 und 1. Denn dadurch, dass P jetzt zwischen 0 und 1 liegt, muss auch 1 minus p zwischen 0 und 1 liegen. Das heißt, 1 minus p ist auch größer gleich 0. Wenn wir jetzt 1 minus p mit irgendetwas potenzieren, dann ist das automatisch auch größer gleich 0, denn 1 minus p ist größer gleich 0. Wenn wir das also potenzieren, können wir nichts Negatives herausbekommen. Und der Binomialkoeffizient, das ist ja jetzt einfach dieser Bruch hier. N-Fakultät geteilt durch K-Fakultät mal die Fakultät von n minus k. Die Fakultäten sind immer positiv, also ist auch die Bedingung, dass der Binomialkoeffizient nicht negativ ist, erfüllt. Wir haben uns also hier einfach jeden Teil dieser Wahrscheinlichkeitsdichte angeschaut und haben gerade gezeigt, kein Teil davon kann negativ werden. Die zweite Bedingung ist jetzt, dass die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten insgesamt dann 1 ergibt. Hierfür nutzen wir jetzt den binomischen Leersatz und der sieht so aus. Wir müssen dann also zeigen, dass die Summe der Wahrscheinlichkeitsdichte von k gleich 0 bis n, dass diese Summe gleich 1 beträgt. Und dafür nutzen wir den binomischen Leersatz. Der binomische Leersatz sieht so aus wie hier oben. Und angewandt auf unser Beispiel bedeutet das einfach nur, wir müssen in den binomischen Leersatz andere Buchstaben einsetzen. Das, was hier im binomischen Leersatz y ist, das ist bei uns einfach das p. Und das, was hier x heißt, das ist bei uns 1 minus p. Das heißt, wir können jetzt den binomischen Leersatz nutzen und können dann einfach diese Summe aufschreiben als in Klammern p plus 1 minus p und potenzieren das Ganze einfach nur mit n, genau wie es hier auch im binomischen Leersatz gemacht wird. Dann können wir diese Klammer zusammenrechnen und dann erhalten wir hier p minus p, das wird zu 0, und erhalten nur noch eine 1. Diese 1 potenzieren wir jetzt mit n und wenn wir 1 mit irgendetwas potenzieren, bekommen wir immer 1 als Ergebnis. Das bedeutet jetzt also, die Binomialverteilung ist normiert. Die Summe der Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Ergebnisse, diese Summe beträgt jetzt gleich 1. Beide Bedingungen sind erfüllt und es handelt sich bei der Binomialverteilung um eine Wahrscheinlichkeitsfunktion.